Vielen Dank, Frau Kollegin Faeser. Nächster Redner für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN ist Ihr Fraktionsvorsitzender, Kollege Matthias Wagner. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte beginnen mit einem Zitat aus einem Leserbrief, den ich in der Süddeutschen Zeitung vom 20. März dieses Jahres gefunden habe. Er ist überschrieben mit „Danke für humane Gesellschaft“. Ich zitiere: „Meine Frau und ich sind beide 80 Jahre alt und mit Vorerkrankungen durch eine Infektion mit dem Coronavirus sehr gefährdet. Es berührt uns zutiefst, dass unsere Gesellschaft, um das Leben von Kranken und Alten zu schützen, auf Konsum, Einkommen, Bewegungsfreiheit, Vergnügen, Kontakte verzichtet und so ihr wahrhaft humanes Gesicht zeigt. Es ist nicht der anonyme Obrigkeitsstaat, der die Menschen einem Experiment mit völlig ungewissem Ausgang aussetzt. Es sind unsere gewählten Vertreter, die aufgrund wissenschaftlicher Fakten und mit großem persönlichen Einsatz die notwendigen Maßnahmen beschließen. Sollen tausende Menschen sterben, weil wir weiter ins Kino, ins Restaurant, ins Theater, ins Konzert gehen wollen?“ Zitat Ende. Ich finde, dieser Leserbrief fasst ziemlich gut zusammen, worum es gerade in unserem Land geht. Es geht darum, Zeit zu gewinnen, meine Damen und Herren. Zeit, damit sich der Virus weniger schnell ausbreitet. Zeit zu gewinnen, damit wir unser Gesundheitssystem vorbereiten können auf eine hohe Zahl von Erkrankten, die auf dieses Gesundheitssystem zukommen. Wir können nicht verhindern, dass Menschen an dem Virus erkranken. Wir können aber beeinflussen, wie viele Menschen gleichzeitig erkranken. Und das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Wir sehen in Italien, was passieren kann, wenn zu viele Menschen gleichzeitig erkranken und wenn wir unser Gesundheitssystem nicht vorbereiten. Wir können und wir wollen das in Deutschland verhindern, meine Damen und Herren. Unser Gesundheitssystem ist stark in Deutschland und in Hessen, aber die Kapazitäten sind auch endlich. Und ja, wir können 100 Erkrankte in einer Region versorgen mit unserem Gesundheitssystem. Aber wenn wir die Ausbreitung des Virus nicht begrenzen, dann sind es nicht 100 auf einmal, dann sind es vielleicht 1.000, dann sind es vielleicht 10.000 Erkrankte auf einmal. Und darauf ist selbst das beste Gesundheitssystem der Welt nicht vorbereitet. Und deshalb ist Zeitgewinnen so wichtig, weil wir eben nicht Zustände wollen wie in Italien. Und wenn man sich das in den Nachrichten anhört und sieht, welche Entscheidungen dort jeden Tag zu treffen sind, dann wissen wir, wie ernst das ist. In Italien wird und muss jeden Tag entschieden werden, wer behandelt wird und wer nicht behandelt wird. Und nicht behandeln heißt für viele Menschen in den Krankenhäusern in Italien mit Corona, dass das eine Entscheidung ist, wer leben darf und wer nicht leben kann. Das ist die Entscheidung, die Ärztinnen und Ärzte in Italien zurzeit treffen. Und nicht leben können heißt bei Corona qualvoll ersticken. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Zeit gewinnen. Deshalb ist es so richtig, dass wir das öffentliche Leben gebremst haben, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen und um Zeit zu haben, uns vorzubereiten. Und das ist der Grund für all diese Maßnahmen, die Bund, Länder und Kommunen jetzt ergriffen haben. Das ist der Grund für die tiefen Einschnitte in die Art, wie wir leben, die tiefen Einschnitte in Freiheitsrechte. Es geht um Menschenleben, und weil es um diese Menschenleben geht, sind diese Einschnitte auch gerechtfertigt.
Und natürlich müssen wir diese Einschnitte auch immer wieder überprüfen, wie lange sie gerechtfertigt sind, und wir müssen sie auch schnellstmöglich dann wieder zurückfahren. Aber solange wir dadurch Menschenleben retten können, sind sie gerechtfertigt. Und ich appelliere an alle, sich an diese Regeln dann tatsächlich auch zu halten. Und alle meint tatsächlich alle. Und da appelliere ich an diejenigen, die jung, gesund und fit sind. Ja, man kann sich, wenn man jung ist, unverletzlich fühlen. Und ja, als junger Mensch ist vielleicht eine Erkrankung mit Corona im Verlauf nicht so schlimm. Aber schlimm ist, dass man andere anstecken kann. Die eigene Mutter, den eigenen Opa, eine Freundin, einen Freund, der dann wiederum den Vater, die Großmutter ansteckt. Das ist die Kette, warum wir auch an junge Menschen so appellieren, die Regeln zu befolgen und Abstand zu halten, damit alle Menschen in unserer Gesellschaft bestmöglich geschützt werden können. Die Corona-Krise verlangt unzweifelhaft uns allen sehr viel ab. Jeder und jedem Einzelnen durch die Einschnitte in unser individuelles Leben. Eltern, die herausgefordert sind durch die Betreuung ihrer Kinder. Viele, die Sorgen haben, wie das weitergeht. All die haben große Einschnitte in ihr Leben. Einschnitte auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für die Unternehmerinnen und Unternehmer. Sie haben auf einmal keine Arbeit mehr. Sie wissen nicht, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Teilweise plagen sie blanke Existenzängste. Wir sind als Gesellschaft insgesamt gefordert, weil mehr denn je kommt es darauf an, diese Gesellschaft zusammenzuhalten, aufeinander aufzupassen und einander zu helfen. Und natürlich sind wir auch als Politik gefordert, die Auswirkungen dieser Krise, soweit es irgend geht, abzumildern. Und dann, meine Damen und Herren, gibt es auch noch diejenigen, die durch diese Krise ganz besonders gefordert sind. Und hier denke ich als erstes an die Beschäftigten im Gesundheitswesen, in den Arztpraxen, den Laboren und Krankenhäusern. Ich denke an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Apotheken, Supermärkten und den Geschäften des täglichen Bedarfs. Ich denke an die Erzieherinnen und Erzieher und die Lehrkräfte, die eine Notbetreuung für Kinder aufrechterhalten, deren Eltern in sogenannten systemkritischen Berufen tätig sind. Ich denke auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung, die zurzeit teilweise Tag und Nacht arbeiten, um die Auswirkungen dieser Krise abzumildern und unser Gemeinwesen am Laufen zu halten, egal ob im Bund, im Land oder in den Kommunen. Ihnen allen rufen wir zu. Vielen Dank, was im Moment geleistet wird. Bedanken möchte ich mich auch bei den Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen in diesem Landtag. Wir zeigen, in dieser Krise stehen wir zusammen. In dieser Krise handeln wir gemeinsam. Vielen Dank für dieses gute Miteinander in den vergangenen Tagen. Und mein Dank gilt auch der Bundesregierung, den Landesregierungen und hier in Hessen ganz direkt und persönlich den Mitgliedern der Hessischen Landesregierung. Ich bin froh, in einem Land zu leben, das so konsequent, so entschlossen und mit so hohem Einsatz der Entscheidungsträger an der Bewältigung dieser Krise arbeitet. Ich bin froh, in diesem Land zu leben. Vielen Dank auch dafür. Unser Staat, unsere Demokratie funktionieren auch und gerade in der Krise. Und ja, es wird viel geschrieben und viel diskutiert über manchen Abstimmungsprozess, über manche Frage, ob der eine Kreis, die andere Stadt, das eine Bundesland oder das andere Bundesland vielleicht die eine oder andere Maßnahme 4, 8 oder 12 Stunden früher ergriffen hat. Und ja, das ist ein Beitrag für feuilletonistische oder politische Artikel,
Da kann man stundenlang und zeilenlang drüber schreiben. Meine Damen und Herren, wirklich wichtig ist das nicht. Denn die Botschaft von allen staatlichen Ebenen war zu jeder Zeit eindeutig und hieß, haltet Abstand, damit wir einander schützen und aufeinander aufpassen. Die Aufgaben, die vor uns liegen, sind gewaltig. Wir müssen ganz viele Dinge regeln, und wir müssen sie möglichst gleichzeitig regeln. Die Ausbreitung des Virus verlangsamen, unser Gesundheitssystem auf eine hohe Zahl von Erkrankten vorbereiten, Unterstützungsprogramme für Wirtschaft, Gesellschaft, soziales Leben, kulturelles Leben auf den Weg bringen, um die Krise abzumildern und. Genau dafür beraten wir heute in dieser Plenarsitzung über einen Nachtragshaushalt, der zusätzliche Ausgaben von 2 Milliarden Euro vorsieht und die Aufstockung des Bürgschaftsrahmens auf 5 Milliarden Euro. Wahrlich schwindelerregende Beträge, aber gut investiertes Geld. Und wir beraten über eine Abweichung von der Schuldenbremse. Und auch hier kann man viel klug schreiben über Wandel in der Finanzpolitik und was auch immer. Darum geht es nicht. Sondern wir machen das, was schon immer im Schuldenbremsengesetz stand. Wenn es eine Notsituation gibt, dann kann man von der Schuldenbremse abweichen. Und genau das werden wir heute tun, meine Damen und Herren. Vieles kann und muss der Staat tun, und da sind wir selbstverständlich hier in diesem Hessischen Landtag und in der Landesregierung gefordert. Die Auswirkungen einer solchen Krise auf eine hochkomplexe Gesellschaft mit all ihren Verästelungen, die sie hat, wird aber von keiner Hauptstadt aus allein gesteuert werden können, weder von Berlin, noch von Wiesbaden, noch von Mainz, noch von Kiel. Sondern wir werden in diesen Tagen und Wochen auch darauf angewiesen sein, dass jede und jeder Einzelne nach seiner und ihrer Verantwortung fragt. Unsere freie und offene Gesellschaft lebt eben auch von Mitdenken und der individuellen Verantwortung aller, jeder und jede an ihrer oder seiner Stelle. Vieles müsste jetzt gleichzeitig geschehen, und vieles geschieht ja auch gleichzeitig, aber gleichzeitig sind Arbeitskapazitäten von Menschen begrenzt. Daher werbe ich um Verständnis dafür, dass bei bestem Willen und bei bestem Können nicht alles wird gleichzeitig geschehen können. Und ich werbe dafür, dass wir unterscheiden müssen zwischen dem, was extrem wichtig ist, und dem, was wichtig ist. Manches wird heute entschieden werden müssen, manches heute Vormittag, manches heute Nachmittag, und manches wird aber auch auf morgen oder übermorgen warten können. Die Kunst in dieser Situation ist, das eine von dem anderen zu unterscheiden und für diese schwierigen Entscheidungen um Verständnis zu werben. Manche Entscheidungen wird man mit gutem Grund in die eine oder in die andere Richtung treffen können. Es wird oftmals nicht ein eindeutiges Richtig oder ein eindeutiges Falsch geben. Nur, meine Damen und Herren, die Entscheidungen müssen getroffen werden. Und wie immer gilt, erst hinterher ist man wirklich klüger. Manches wird man je nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen oder nach weiterer Ausbreitung des Virus neu überprüfen, neu infrage stellen, vielleicht auch korrigieren müssen. Und ja, meine Damen und Herren, es werden auch Fehler passieren. Nicht Fehler aus Bösartigkeit, nicht Fehler aus mangelndem Willen, sondern Fehler ganz einfach deshalb, weil sich niemand auf eine solche Ausnahmesituation bis ins Detail vorbereiten konnte und niemand einen Masterplan haben kann. Meine Bitte ist deshalb, lassen Sie uns weiter gemeinsam jeden Tag daran arbeiten, diese Krise bestmöglich zu bewältigen. Lassen Sie uns auch gerne, wo nötig, über den richtigen Weg streiten. Aber bitte, bitte lassen Sie uns einen Wettbewerb darüber nicht anfangen, wer der Klügste, wer der Schnellste und wer der Beste ist. Und sparen wir uns vielleicht auch Betrachtungen nach dem Motto, hinterher ist man immer schlauer. Egal ob Regierungen, Parlamente oder die Gesellschaft insgesamt,
Es ist jetzt nicht die Zeit der Besserwisser, es ist die Zeit der Richtigmacher, und das ist schwer genug. Durch die Corona-Krise merken wir, wie eng unsere Welt zusammenhängt, wie stark die Abläufe auf unserem Planeten vernetzt sind, was wir für eine globalisierte Wirtschaft haben, wie die Dinge weltweit zusammenhängen, wie es eben nicht mehr nationale Probleme gibt, sondern wir alle gemeinsam einer weltweiten Herausforderung gegenüberstehen. Zeitweise Abschottung und Schließung von Grenzen ist zur Begrenzung der Ausbreitung des Virus erforderlich. Und dennoch lehrt auch diese Krise, dass wir weltweite Herausforderungen am besten gemeinsam und weltweit lösen können. Weniger Grenzen in den Köpfen, mehr gemeinsames Handeln, mehr Zusammenarbeit auf und für diese eine Welt, auch das könnte eine Konsequenz aus der Corona-Krise sein. Ein letzter Gedanke. Die Corona-Krise zeigt uns schmerzlich, was wir vermissen, wenn es auf einmal nicht mehr da ist. Der Kontakt von Mensch zu Mensch, das mal eben etwas mit Kolleginnen und Kollegen auf der Arbeit besprechen, ohne in eine Telefonkonferenz oder eine Videokonferenz zu müssen, gemeinsame Aktivitäten in der Freizeit, im Verein oder beim Sport, die Vielfalt des kulturellen Lebens, das Picknick im Park, der Einkaufsbummel in den Läden unserer Innenstädte, der Kaffee-, Kneipen- oder Restaurantbesuch, die Freiheit zu reisen, vieles andere mehr, meine Damen und Herren. Merken wir uns, was uns aktuell fehlt. Nehmen wir es auf in unser kollektives Gedächtnis und wissen wir auch dann noch, wie sehr wir es aktuell vermissen, wenn die Krise vielleicht dann irgendwann wieder zu Ende ist, und wissen es dann zu schätzen. Meine Damen und Herren, freuen wir uns darauf, dass wir irgendwann wieder dieses Leben führen können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Der AfD spricht der Kollege Scholz. Für die Fraktion der AfD spricht der Kollege Richter. Ich bitte noch einmal um Verzeihung. Sehr verehrter Herr Präsident, kein Problem, meine sehr verehrten Damen und Herren. Um zukünftig die auf uns zukommenden Aufgaben lösen zu können, müssen wir Vergangenheit und Gegenwart analysieren und Fehlentscheidungen auch als solche klar ansprechen. Auch, meine Damen und Herren, wenn es im ersten Moment ein wenig schmerzhaft erscheint. Nur so finden wir einen Weg, weder in Panik noch in Angst die kommenden Wochen zu gestalten, zu überstehen und auch positive Rückschlüsse aus dem zu ziehen, was wir heute erleben. Bereits 2002 wurde uns vor Augen geführt, dass ein Virus unser gesellschaftliches Leben in erheblichem Maße beeinträchtigen und auch gefährden kann. Ein Resultat aus diesen Erfahrungen war die Erstellung des Hessischen Pandemieplans aus 2008, der wichtige Maßnahmen beinhaltet, die ergriffen werden, um einer möglichen Pandemie zu begegnen. Für uns als AfD war bereits im Januar dieses Jahres völlig klar, dass wir diesen Pandemieplan zwingend überprüfen und die darin enthaltenen Maßnahmen bei der Hessischen Landesregierung auf ihre Wirksamkeit erfragen müssen. Je klarer die ersten Fehler der chinesischen Regierung in Wuhan wurden, umso deutlicher war es für uns, dass wir in Deutschland umgehend handeln und dafür die entsprechenden Fragen stellen müssen. Vielen Dank. Dafür, dass wir zu viele kleine Anfragen zur Corona-Thematik gestellt hätten, wurden wir vom parlamentarischen Geschäftsführer der CDU angegriffen. So schrieb Herr Bellino auf seiner Seite, alle ziehen an einem Strang. Damit wir gut aus der Krise kommen, die AfD nutzt dies zur politischen Profilierung. Welches Demokratieverständnis dadurch zutage tritt,
wird aus diesen Äußerungen leider nur allzu deutlich, hier hat scheinbar die hessische Regierung ein massives Problem damit, wenn man ihr als Oppositionspartei unseren demokratisch verbürgten Auftrag wahr und ernst nimmt. Nur zur Erinnerung auch an die Regierungsbank, um die Aufgabenteilung im Hessischen Landtag klarzustellen. Unsere demokratische Aufgabe als Opposition ist die Kontrolle der Regierung. Wir halten diese Kritik für unangebracht. Beleuchtet sie doch die Versäumnisse der Hessischen Landesregierung nicht bereits im Januar und Februar 2020 öffentlichkeitswirksam aktiv geworden zu sein, um Schaden von unserem Land frühzeitig abzuwenden. Unsere ersten Anfragen, über die Sie sich mit beschwert haben, kamen vom 22. und 27. Januar 2020, stammen damit aus einer Zeit, meine Damen und Herren, von der Landesregierung, als Sie und die Bundesregierung an eine solche Krisensituation noch nicht in dieser Form gedacht hatten. Es hat etwas von Legendenbildung, wenn allenthalben gesagt wird, doch, so etwas hätte man sich vor 4 Wochen nicht vorstellen können. Doch, man hätte es sich vorstellen können und man hätte es sich vorstellen müssen, indem man mit der Opposition gemeinsam arbeitet und Lösungen sucht, anstatt sich über diese aufzuregen und sie öffentlich zu diskreditieren. Und hier sage ich an die Regierungsbank, nein, es geht nicht um uns, es geht um Lösungen, und darauf werde ich auch noch kommen. Zum 20. Februar 2020 hatten wir als AfD für die Aktuelle Stunde den Pandemieplan Hessen aufgerufen, um über die notwendigen Maßnahmen zu sprechen. Und Teil unserer Ausführungen war bereits zu diesem Zeitpunkt die soziale Distanzierung als wichtiges Mittel zur Unterbrechung der Ansteckungsketten und die Vermeidung von Versammlungen nebst verstärkten Hinweisen auf hygienische Maßnahmen und fehlende Schutzmittel gewesen. Exakt das alles wurde auch entsprechend in einer Pressemitteilung im Februar 2020 von uns veröffentlicht. Zu dieser Zeit haben die Regierungsparteien es noch zugelassen, dass Fasching gefeiert wird und Großveranstaltungen stattgefunden haben. Gesundheitsminister Spahn hat dieses Virus noch im Februar als nicht schlimmer als die Grippe dargestellt. Die Bundesregierung wiegelte alle Bedenken ab, und Frau Merkel bestand weiterhin auf keinerlei Grenzschließung. Das sind die Gründe dafür, warum Teile der deutschen Bevölkerung die Notwendigkeit nicht wahrnehmen und erkennen, wenn wenige Wochen später drastische Einschnitte in ihr Leben vorgenommen werden und doch alles anders gekommen ist, als zuvor von den Regierungen erklärt wurde. Am 20.02.2020 hatten wir in Deutschland lediglich 16 bestätigte Fälle. Und ab diesem Punkt wird klar, was mit frühzeitig konsequentem Handeln an Schadensvermeidung möglich gewesen wäre. Die Erklärung für dieses Handeln der Bundesregierung wiederum ist relativ einfach und auch menschlich dargestellt. Covid-19 als Krankheit war noch nicht als große Gefahr im Bewusstsein der Gesellschaft und der Politik angelangt. Dieses fehlende Bewusstsein führte zu den Handlungen, dass noch im Februar 2020 seitens der deutschen Bundesregierung in gesundheitspolitisch für unser Land unverantwortlicherweise erst 5,4 Tonnen und nachfolgend nochmals 8,7 Tonnen Hilfsgüter in die Chinesische Republik verbracht wurden, die uns heute in Deutschland dringend fehlen, nämlich Schutzkleidung, Desinfektionsmittel und Sprühgeräte. Eine humanitäre Geste, bei der völlig außer Acht gelassen wurde, dass zu diesem Zeitpunkt allen Fachleuten bereits bekannt gewesen ist, dass in Deutschland nicht mal ansatzweise die in den Pandemieplänen vorgesehenen Schutzgüter in ausreichender Zahl vorhanden sind. Es gibt somit keinerlei Grund, uns als AfD zu kritisieren, jedoch allen Grund, das zu beherzigen, was wir der hessischen Regierung im Wege der parlamentarischen Initiativen mehrfach zu vermitteln versucht haben. Damit, meine Damen und Herren, wir zukünftig eine Verbesserung solcher Krisensituationen erreichen, das ist konstruktive Kritik. Dies alles muss uns Lehre für Gegenwart und Zukunft sein. Und hier kommen wir an einen Punkt, an dem die AfD die Regierungsarbeit in Hessen nachvollziehen kann. Nämlich ab dem Zeitpunkt, ab dem Covid-19 auch bei Ihnen als schwerwiegende Krankheit ins Bewusstsein gerückt ist und man die Daten und Fakten aus China aufgearbeitet und erkannt hat, dass uns eine Vielzahl an Fallzahlen vor die gleichen Probleme stellt, wie sie auch in China in der Anfangsphase aufgetreten sind. Nämlich die Überlastung des Gesundheitssystems, was in vielen Diskussionen im Netz zu wenig bis gar nicht diskutiert wird, da man sich in erster Linie dort nur auf die Mortalität konzentriert. Nicht aber auf die beschränkte Anzahl an möglicher Intensivbetreuung,
welche bei einer hohen Fallzahl und rund 5% an Intensivpatienten nicht mehr in der Lage ist, schwer erkrankte Patienten zu betreuen. Und dies bezieht sich nicht allein auf Patienten, die an dem neuen Virus erkranken, sondern natürlich auch auf alle anderen Notfallpatienten. Ein Beispiel dafür: Wenn die Intensivbetreuung ausgelastet ist, immer neue Fälle hinzukommen und jemand einen schweren Unfall erleidet oder einen Herzinfarkt, wird für diese Menschen schlicht keine medizinische Versorgung mehr möglich sein. Genau das ist in mehreren Ländern geschehen. Hier hat die hessische Regierung die richtigen Schlüsse gezogen, mit der Ausnahme einer fehlenden maximalen Einschränkung des Flugverkehrs, und das zu einer Zeit, zu der im Iran das Neujahrsfest am 20. März stattgefunden und ein reger Flugverkehr existiert hatte, mit entsprechenden Einreisen auch nach Deutschland, leider ohne notwendige Kontrollen. Allein dieser Punkt, meine Damen und Herren, ist ein kompletter Bruch der Strategien, die seitens der Regierung eingeleitet worden sind und betreffen auch andere Flugbewegungen aus Risikogebieten. Im Kern ist die Nichtbeachtung einer solchen wichtigen Maßnahme, während die Bevölkerung zu Recht zur sozialen Distanzierung aufgerufen wurde, unverantwortlich. Leider ist auch das Verhalten eines Teiles der deutschen Bevölkerung, welcher sich nicht an die zwingend erforderlichen Maßnahmen hält, die nun absolut geboten und von jedem auch einzuhalten sind, ebenso unverantwortlich, um dies in aller Deutlichkeit zu sagen. Hier beginnt für die hessische Regierung eine sehr schwierige Phase in den Bemühungen um eine rasche Kontrolle und Beendigung der Krise. Noch immer wird dieses neuartige Coronavirus mit einer Grippe verglichen. Und noch immer ist bei Teilen der Bevölkerung das notwendige Bewusstsein nicht entwickelt, ohne dass wir aber nicht in der Lage sein werden, die jetzige Situation gemeinsam zu lösen. Natürlich möchte niemand von uns eingeschränkt werden. Und daraus ergibt sich in logischer Folge, dass wir gerne unser Leben so unbeschwert wie bisher weiterführen möchten. Aber in aller Deutlichkeit an die Menschen in unserem Land: Dies ist derzeit nicht möglich. Wir bitten Sie alle eindringlich, die Sie diese Debatte verfolgen, seien Sie verantwortungsvoll. Werden Sie sich dessen bewusst, dass wir unser Leben kurzfristig ändern müssen, damit Sie und andere es nicht verlieren. Hier sagen wir als AfD nochmals in aller Klarheit: Wir unterstützen die Hessische Landesregierung bei der Rettung von Menschenleben. Wir unterstützen die Hessische Landesregierung bei der Bewältigung der Krise, und die parlamentarischen Initiativen, die wir in Bezug auf die aktuelle Pandemie eingebracht haben, hatten und haben eben genau diesen Sinn. Für die Zukunft bedeutet das eine gute Vorbereitung, Mut zum Handeln und bessere Umsetzung des Pandemieplans ist zwingend notwendig, damit die Politik und alle Teile der Bevölkerung augenblicklich wissen, was zu tun ist in der jetzigen Krise und wenn eine solche erneut auftritt. Flächendeckend müssen zeitnah Tests durchgeführt werden können, sodass eine Infizierung sofort erkannt wird und die Ansteckungsketten zurückverfolgt werden, um die Betroffenen in Quarantäne gehen zu lassen und eine weitere Verbreiterung zu verhindern. Wir müssen in Zukunft mehr auf unsere Hygiene achten und an möglichst vielen Örtlichkeiten ausreichend Hygienemittel zur Desinfektion zur Verfügung haben, womit wir dann auch Grippewellen, die uns oft erreichen, um ein Vielfaches besser entgegentreten können. Es muss Lagerstätten für Schutzbekleidung geben, aus welchen im normalen Warenumschlag der tägliche Verbrauch entnommen wird, sodass die Kosten dafür im Rahmen bleiben und im Notfall eine Grundversorgung für viele Menschen möglich ist. Auch wenn für Europäer der Gedanke noch völlig abwegig erscheint, so ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass uns dieses Virus lange begleitet und wir auch hier darüber nachdenken müssen, zum Schutz anderer entsprechend einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Um es ganz klar auszusagen und auch auf die Gefahr hin, dass dies hier aktuell noch als Einzelmeinung abgetan wird: Es ist die derzeit einzige Variante, um neben einer weiteren sozialen Distanzierung in abgeschwächter Form unser Leben schnellstmöglich wieder in die Normalität zu führen. Uns allen muss klar sein, dass bereits jetzt die Auswirkungen dieser Krise existenziell gefährdend sind und wir zwingend solche Lösungsansätze brauchen und das für uns derzeit noch Unmögliche auch gedacht wird. Neben den gesundheitspolitisch notwendigen Lösungen müssen wir die ordnungspolitische Komponente selbstverständlich ebenfalls betrachten, um weiterhin Akzeptanz in der Bevölkerung zu gewährleisten. Diese Krise darf nicht dazu führen, dass Gesetze in einer Form verschärft werden, die nach der Krise im normalen Leben zu einer Einschränkung der Menschen führt bzw. auch nach der Krise lange aufrechterhalten bleiben. Wer diese Situation nutzt, um lang gewünschte politische Ziele nun endlich durchzusetzen und sie mit dieser Krise zu begründen,
wird von uns als AfD ausgebremst. Exakt an diesem Punkt erfüllen wir unsere Aufgabe als Opposition im Hessischen Landtag. Und werden uns weiterhin für die grundgesetzlich garantierten Freiheitsrechte der Bürger in Deutschland massiv einsetzen und das in uns gesetzte Vertrauen unserer Wähler nicht enttäuschen. Auch und gerade für die Regierung gilt hier ebenfalls, Sie haben einen erheblichen Vertrauensvorschuss der Bevölkerung. Missbrauchen Sie diesen nicht. Die Worte von Herrn Bouffier habe ich genauso verstanden. Wenn wir aktuell zu einer durch Respekt geprägten politischen Zusammenarbeit kämen, wäre auch hier der Lerneffekt klar vor Augen geführt. Wir können nicht ohne den anderen arbeiten. Und niemand darf dergestalt ausgegrenzt werden, dass wichtige politische und wirtschaftliche Weichenstellungen aus dieser Ausgrenzung heraus nicht vorgenommen werden können. Die gesamte Bevölkerung unseres Landes muss politisch in allen Richtungen abgedeckt sein, damit die politische Akzeptanz wichtiger Maßnahmen auch von der Bevölkerung vollumfänglich wahr und ernst genommen wird. Nur so sind Einschränkungen der Freiheit unserer Bürger auch als Ultima Ratio sehr kurzfristig erklärbar, ohne dass diese die Sorge tragen müssen, dass unser Land totalitäre Maßnahmen gegen die eigenen Bürger anwendet. Dieser sehr wichtige Aspekt setzt sich in einem weiteren Lerneffekt um, da direkt vor Ort politisch kleinere Strukturen im Krisenmanagement von erheblicher Bedeutung sind. Somit dürfen wir alle ganz besonders stolz auf die kommunalen Selbstverwaltungen in Deutschland sein, die mit höchstem Verantwortungsbewusstsein vor Ort agieren und damit nochmals klar aufzeigen, dass sie viel mehr Unterstützung benötigen und auch verdient haben, als sie derzeit bekommen. Daraus resultiert auch eine weitaus stärkere Förderung von Familien in unserem Land. Denn wir sehen gerade aktuell, dass ohne familiäre Strukturen und dem damit verbundenen sehr starken inneren Zusammenhalt die staatliche Ordnung und Versorgung gerade von kranken Menschen nicht mehr gewährleistet ist. Meine Damen und Herren, wir als AfD werden zwingend notwendige Maßnahmen mittragen und daran mitarbeiten, dass wir diese Krise so gut als möglich überstehen und die notwendigen Vorbereitungen getroffen werden, damit wir in Zukunft mit entsprechenden Planungen solchen Situationen strukturiert begegnen können, um unsere hessische Heimat vor weiterem Schaden zu bewahren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Richter. Und ich bitte noch einmal um Verzeihung für die falsche Ansprache. Das ist mir sehr unangenehm. Bitte sehr um Verzeihung. Ja, nächster Redner für die Fraktion der Freien Demokraten ist der Fraktionsvorsitzende René Rock. Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren, vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir Neujahrsreden gehalten, auf Empfängen, auf Veranstaltungen, und haben uns ein gutes neues Jahr gewünscht, haben uns Gesundheit gewünscht, haben uns Erfolg für das neue Jahr gewünscht. Es war unvorstellbar, dass wir uns in solchen Situationen wenige Wochen danach befinden. Erst die Rückschläge und die Betroffenheit, die die Ereignisse in Hanau und Volkmarsen ausgelöst haben, und dann die Pandemie, die in China ausgelöst wurde. Ich bin an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich dem Präsidenten dankbar für die treffenden Worte, die mir aus dem Herzen gesprochen haben. Vielen Dank, Herr Präsident. Sie haben den Landtag hier in guter Ordnung und großer Größe vertreten. Und ich will an dieser Stelle auch sagen, auch wenn wir jetzt ein aktuelles, lebensbedrohliches Problem, eine Krise zu bewältigen haben, werden wir nicht vergessen, die Opfer vergessen in Hanau und Volkmarsen, und wir werden auch die Konsequenzen ziehen, so wie der Präsident das hier angekündigt hat. Und darum auch von meiner Fraktion heute klar die Botschaft: Hessen steht zusammen. Hessen ist handlungsfähig. Hessen handelt.
und Hessen schaltet jetzt in einen Krisenmodus. In einen Krisenmodus, in einem geordneten Verfahren, in dem der Hessische Landtag als Vertretung der Bürgerinnen und Bürger der Landesregierung den Rücken stärkt, in einer Phase, in der wir alle wissen, dass Zeit, Zaudern und Zögern Menschenleben kosten. In einer Zeit, in der es um Leben und Tod geht, für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land, ist es eine besondere Zeit, in der wir beweisen müssen, dass die staatlichen Ebenen handlungsfähig sind und dass der Staat die Krise bewältigen wird und die Bürgerinnen und Bürger, soweit es geht, schützen wird. Und das gilt für alle Hessen, das gilt für uns hier im Hessischen Landtag. Und ich bin stolz darauf, wie die Landesregierung und die Fraktionen in dieser schwierigen Phase gut zusammenarbeiten. Manchmal steht man historisch in einer Zäsur. Wir haben ein neues Jahrzehnt begonnen, und wir haben in diesem Jahrzehnt auch Hoffnungen formuliert. Dieses Jahrzehnt ist aber scheinbar auch ein Jahrzehnt der Herausforderungen. Und wir werden lernen, wir haben gelernt, wir Freie Demokraten haben gelernt, dass wir in einer globalen Welt nicht mehr partiell denken können, dass wir in einer globalen Welt auch global denken müssen. Wir haben das in der Flüchtlingskrise erlebt. Wir erleben das in der Diskussion zum Klimaschutz. Und wir erleben das jetzt im Zuge der weltweiten Pandemie. Die Menschheit muss lernen, als Menschheit zu handeln. Die Menschheit muss Verantwortung übernehmen für die Menschheitsaufgaben. Und wir hier im Hessischen Landtag müssen in Verantwortung für unsere Bürgerinnen und Bürger die Verantwortung übernehmen, die Menschen in unserem Land so gut wie möglich zu schützen. Es wird an den Herausforderungen nicht mangeln. Und ich möchte an dieser Stelle auch auf den Faktor Zeit hinweisen. Zeit ist der entscheidende Faktor, der jetzt eine Rolle spielt. Darum haben wir uns bereit erklärt, hier im Hessischen Landtag eine gewaltige Summe Geld, 2 Milliarden Euro, zur Verfügung zu stellen für Soforthilfen. Was ist denn passiert mittlerweile oder bisher? Was ist passiert bisher? Im November ist der Virus in China ausgebrochen. Im Dezember gab es die erste Einlieferung eines Corona-Patienten in ein chinesisches Krankenhaus. Singapur hat am 2. Januar bereits massive Maßnahmen ergriffen, Taiwan Mitte Januar. Am 30. Januar hat die Weltgesundheitsorganisation den Gesundheitsnotstand ausgerufen, den weltweiten Gesundheitsnotstand aufgerufen, die Vorstufe der Pandemie. Am 16. März haben wir unsere Schulen geschlossen, und im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger ist angekommen, dass auch Hessen nicht verschont wird von diesem Virus. Und seitdem ist Zug um Zug weitere einschneidende Maßnahmen vorangetrieben worden, die wir als Landtagsfraktion der Freien Demokraten auch unterstützen, die wir mittragen und in der wir auch der Regierung den Rücken stärken. Wir wollen an dieser Stelle aber auch deutlich machen, dass noch mehr zu tun ist. Wir haben Herausforderungen im Bereich der Gesundheit. Viele Ärztinnen und Ärzte in ihren Praxen vor Ort leisten Dienst an den Menschen, an den Patienten. Diese Ärztinnen und Ärzte sind in dieser Krise unentbehrlich. Sie sind die erste Brandmauer, die uns schützt vor Situationen und Ereignissen wie Italien. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich der Kassenärztlichen Vereinigung, den Ärzten und Ärztinnen, die vor Ort ihren Dienst leisten, danken, all ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich jeden Tag den Risiken aussetzen, um die Gesundheit und das Wohlbehalten unserer Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen. Wir müssen unsere Krankenhäuser fit machen und mit ausreichend Material versorgen.
Wir müssen die Aufnahme von Patienten konzentrieren, um die Risiken zu minimieren. Wir müssen in den Pandemieplan schauen und die Maßnahmen, die dort stehen, auch konsequent umsetzen. Wir müssen an dieser Stelle, und das will ich ausdrücklich noch einmal sagen, unsere Gesundheitsinfrastruktur schützen. Das hat oberste Priorität, denn wenn die Gesundheitsinfrastruktur ins Wanken kommen sollte, dann wird auch in Hessen es schwierig werden für alle Menschen. Wir müssen außerdem natürlich die Lebensmittelversorgung und die öffentliche Ordnung aufrechterhalten. Wir müssen die kritische Infrastruktur schützen, die Wasserversorgung, die Energieversorgung, die Versorgung mit Telekommunikation. Und natürlich bleibt es auch nicht aus, dass wir insbesondere, und da gilt mein Appell hier auch an die Landesregierung und an die Bundesregierung, nicht die Menschen vergessen dürfen, deren wirtschaftliche Existenz wir aus Notwendigkeit heraus infrage stellen. Es sind viele Bürgerinnen und Bürger völlig unverschuldet durch Maßnahmen, die wir hier getroffen haben, die die Landesregierung mit unserer Unterstützung getroffen hat, in der Existenz bedroht. Das sind keine Banken, das sind keine Großunternehmen, das sind Menschen, die jeden Tag arbeiten gegangen sind, die sich einsetzen, die ihre Familien ernähren müssen, die Arbeitsplätze geschaffen haben. Diese Menschen brauchen auch von uns eine Garantie, dass sie nicht die Leidtragenden am Ende sein werden. Ich fordere deshalb für die Menschen auch einen Schutzschirm und eine Garantie, dass zumindest sie eine Entschädigung für das erhalten, was sie denn jetzt an Einbußen, an Leid zu ertragen haben. Denn die Menschen haben nicht nur Angst um ihre Gesundheit, sondern diese Menschen haben jetzt auch Angst um ihre wirtschaftliche Existenz. Auch an die Menschen müssen wir heute denken. Ich würde mir wünschen, dass wir an dieser Stelle oder im Nachgang an diese Sitzung, in der wir ja heute der Landesregierung über 2 Milliarden oder 2 Milliarden Euro zur Verfügung stellen für Sofortmaßnahmen, auch von der Landesregierung eine Garantieerklärung erhalten, wie sie einstmals die Banken bekommen haben, dass wir genau diese Menschen nicht im Stich lassen und dass sie am 1.4. auch schon die ersten Soforthilfen auf ihren Konten haben können, damit auch sichergestellt ist, dass diese Menschen nicht in existenzielle Not geraten. Und aus meiner Sicht kann das hier nur die Landesregierung leisten, vor allem die Finanzverwaltung, die hervorragend aufgestellt ist, die digitalisierteste Behörde ist, die wir haben. Die muss ran, die muss sicherstellen, dass die Bürgerinnen und Bürger, die in Not sind, jetzt auch schnell ihr Geld erhalten. Und wir brauchen auch weiter darüber hinaus Investitionen in Digitalisierung. Investitionen, die wir vielleicht hätten früher tätigen sollen, nein, die wir sicher hätten früher tätigen sollen, die unsere Verwaltung jetzt digitaler macht, die die Bildungseinrichtungen digitaler macht. Da muss man gar nicht vor Ort sein. Da gibt es Cloud-Lösungen, die wir machen müssen. Vielleicht müssen wir auch noch einmal kurz über den Datenschutz für ein paar Wochen nachdenken, wo wir nacharbeiten können, wenn die Krise vorüber ist. Wir brauchen jetzt ganz schnell digitale Lösungen, damit auch nicht eine Bildungskrise am Ende für unsere Kinder, für unsere Studenten, für unsere Wissenschaftler ausbricht. Auch da brauchen wir schnelle Handlungen und schnelles Handeln dieser Regierung. Wir verlangen von vielen Menschen viel. Wir verlangen von ihnen, dass sie in den Praxen arbeiten. Wir verlangen von ihnen, dass sie in die Krankenhäuser gehen und an vorderster Front ihre Gesundheit für andere riskieren. Wir verlangen von Verkäuferinnen, dass sie Hunderte von Leuten bedienen, nur durch eine Plexiglasscheibe geschützt. Wir verlangen viel von den Bürgerinnen und Bürgern. Und darum ist es unsere Pflicht, hier als Hessischer Landtag genauso leistungsfähig zu sein, genauso bereit zu sein, auch im Zweifel in einer Notsitzung, in einer außerordentlichen Sitzung, die Aufgaben zu erfüllen, die uns nun einmal im staatlichen System zugewiesen sind. Und darum kann ich hier an dieser Stelle auch für meine Fraktion sagen, wir sind jederzeit bereit, der Regierung zur Seite zu stehen, wenn Notsitzungen oder außerordentliche Sitzungen abgehalten werden müssen, werden wir auch als Abgeordnete hier sein, die Regierung zu unterstützen, unser Land sicherer zu machen. Das kann ich Ihnen von hier aus auch absolut zusichern. Wir sind in einer besonderen Situation. Das ist uns bewusst. Mir ist auch klar, dass man jetzt noch nicht so viel über die nächsten Wochen und Tage garantiert zusagen kann.
Aber man muss auch Ziele formulieren. Man muss Ziele formulieren für das, was man vorhat. Und eines der ersten Ziele ist natürlich, unser Gesundheitssystem mit ausreichend Material, Schutzkleidung, Desinfektionsmittel, nötigen Medikamenten zu versorgen. Aber ein zweiter Schritt muss natürlich sein, ebenfalls mit Desinfektionsmitteln, mit Schutzkleidung, die Menschen, die jeden Tag arbeiten gehen, zu versorgen. Und es ist egal, ob es der Handwerker ist oder die Verkäuferin in einem Supermarkt. Auch die müssen so schnell wie möglich mit Schutzkleidung ausgestattet werden, um deren persönliches Risiko zu minimieren. Und wenn das gelungen ist, müssen wir auch für alle Bürgerinnen und Bürger, die das wünschen, solche Maßnahmen zur Verfügung stellen. Das muss ein Ziel sein der Versorgung, die wir uns hier als Land setzen. Und es ist mir klar, dass das nicht morgen zu erfüllen ist. Aber es muss das Ziel sein, an das wir herankommen müssen. Und darum ist das eine Forderung, die ich auch hier formulieren möchte. Ja, ich glaube, es ist ja schon viel gesagt worden. Wenn man hier als fünfter Redner ans Pult tritt, ist es nicht so einfach, in einer Situation, in der wir uns in vielen Dingen einträchtig sind, noch besondere Maßnahmen einzufordern. Ich möchte trotzdem einen besonderen Appell noch einmal an uns alle, aber auch an die Bürgerinnen und Bürger draußen richten. Es sind mittlerweile, so nehme ich das wahr, bei den Menschen draußen die Warnsignale endgültig angekommen. Die Menschen, die ich treffe, verhalten sich vernünftig. Sie halten Abstand. Sie halten Abstand, wenn sie sich unterhalten. Sie stehen weit auseinander in der Warteschlange. Wenn man sonntags spazieren geht, sieht man Gruppen mit zwei Personen. Man sieht Einzelpersonen, die spazieren gehen. Man sieht leere Plätze, wenn man mit dem Auto vorbeifährt. Ein neues Bild, das ich so zwei Wochen vorher noch nicht gesehen habe. Die Botschaft, dass wir etwas ändern müssen im Verhalten, ist bei den Bürgerinnen und Bürgern angekommen. Und wir sind eine freie Gesellschaft. Eine freie Gesellschaft ist stabil, eine freie Gesellschaft ist leistungsfähig. Aber in einer freien Gesellschaft muss man durch Transparenz und Vorbild die Dinge auch benennen, damit die Bürgerinnen und Bürger sie nachvollziehen können. Denn nämlich nur, wenn sie sie nachvollziehen können, sind sie auch bereit, die Dinge umzusetzen. Und darum ist die Kommunikation, die Offenheit, die Transparenz so wichtig, damit die Bürgerinnen und Bürger vor Ort verstehen, einschätzen können, die Risiken verstehen, damit sie sich auch entsprechend verhalten können. Und es ist nicht so, dass die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land die Risiken von sich aus einfach unverantwortlich falsch eingeschätzt hätten. Der Übergang der Botschaft war das Problem. Die Botschaft zu sagen, in China wütet eine grippeähnliche Infektion, hinzu, diese Infektion kann auch uns, unser Gesundheitssystem, überlasten. Diese Kommunikation hat in einer freien Gesellschaft etwas länger gedauert. Sie ist vielleicht auch nicht konsequent genug kommuniziert worden. Und darum hat es länger gedauert. Ich vertraue dieser freien Gesellschaft. Ich vertraue auf die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land, dass sie sehr schnell erkennen, wie wichtig das ist, dass sie sich nun an die Maßnahmen auch konsequent halten. Und es ist auch meine Wahrnehmung, dass das stattfindet. Es ist nicht so, wie ich den einen oder anderen gehört habe, guckt nach China. Die können doch ganz konsequent so eine Pandemie am besten bekämpfen. Das ist falsch. Erstens haben wir sehr spät aus China erfahren, was da alles vor sich gegangen ist. Und ich bin mir nicht sicher, wenn man das genauer anschaut, ob alles stimmt, was wir aus China gehört haben. Und ich vertraue in unsere Institutionen und ich vertraue in unsere Bürger, dass wir sehr wohl in der freien Gesellschaft in der Lage sind, diese Herausforderungen zu bewältigen. In einer Krise zeigt sich der Charakter des Menschen, nicht im Erfolg. In der Krise zeigt sich der Charakter der Menschen. In der Krise werden wir die Unterschiede sehen, hier draußen, in den Familien, in den Unternehmen. Es gibt viele positive Beispiele schon, die mir zugetragen worden sind. Und in der Krise zeigt auch eine Gesellschaft ihren Charakter. In der Krise wird diese freie Gesellschaft ihren Charakter zeigen müssen. In dieser Krise wird jeder Einzelne von uns zeigen müssen, ob er bereit ist,
Verantwortung für sich und für seine Nächsten zu übernehmen. Und natürlich steht die Solidarität im Mittelpunkt. Wir dürfen nicht die, die von dieser Krise am härtesten getroffen sind, alleine lassen. Diese Menschen müssen von uns die Garantie bekommen, dass, wenn diese Krise bewältigt ist, sie auch für ihren Schaden entschädigt werden. Solidarität und individuelle Verantwortung, die Stützen und die Pfeiler jeder freien Gesellschaft, die werden sich bewähren. Darauf vertraue ich. Ich vertraue auf die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land, und ich vertraue auf die Institutionen dieses Landes. Wir werden diese Krise bewältigen. Vielen Dank.